Komm, das erste Arschloch. Noch zwei Teams. Ah, das ist eine Babyspinne! Dschungelspinne, ich seh nix, ich seh nix! LOL! Wie geil! Ja. Willkommen, ihr Faggot-Reiter der großen Natur, die manchmal lachen. Mit dabei ist der Zander und der Early Hello. Boy. Hallo! Hallo, hallo, hallo! Hallo! Ja, so sieht's aus. Manchmal aber nur. Manchmal muss man so behindert manchmal. Sein. So, in der letzten manchmal. Folge habe ich es geschafft, noch den Portable Oil Extractor fertig zu bauen. Richtig geil. Ich habe zwar ein bisschen gefailt, aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Fertig ist fertig. Und jetzt gucken wir mal. Brauche ich noch irgendwie einen Tank dafür? Nee, ne? Nee, pass auf. Nee, doch einen Tank. Du brauchst einen Empty Liquid Kanister, glaube ich. Oh, verdammt. Warum sagst du mir das nicht eher? Was muss ja. ich dafür machen? Ja, guck mal, Dingens. Empty. Oh Gott, empty das ist so viel, was wegmachen muss. Nochmal was, Empty ehrlich. Liquid. Ich will den Berg hier ein bisschen begradigen, damit ich hier auch wunderschön wohnen kann, nur. Hier sehe ich ein dann verwandle ich zum Creeper und mach Selbstmord, dann okay. Ein bisschen also kann der ist das eigentlich relativ schnell gemacht. Nein. Ich brauche dafür sehr aber schön. Relativ viel Zinn. Haben wir noch Zinn ordentlich da? Müssten wir, oder? Ich hab Zinn. Ich hab eben in der Tour geguckt, wir haben da richtig krasse Vorkommen. Warte mal, ich glaube, ich habe auch schon voll viel in den Pulverizer reingeballert. Normalerweise, guck mal im Rhein. Ich bin sowieso auf dem Weg nach oben. Zinn und Kopfer. Warte mal, ich glaub. Ja, nee, Iron ist das scheiße. Ey, ich hab doch eben hier richtig viel gesehen. Hier haben doch 41 Ressourcen. Ey, lol, warum ist denn unser Dingens hier, aus. Aus. Da muss Kohle rein. Ich hab noch eine. Hier, ich hab auch noch. Scheiße. Nee, nicht hier. Da rein. Wo da, rein? Hier in hinten? Den Steam Engine, ja. Ich hab da mal 10 reingetan, ne? Du weißt, ist das ja. Zweifache davon. Ich schneide. Genau. Pass auf, ich brauche ziemlich Compressed Tin, brauche ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und Tin-Kanister brauche ich. Verdammt, Alter, das sind dann nochmal ganz normal Tin-Ingot brauche ich. Was baut ihr denn? Kannst mir auch, wir bauen Maschinen von Galacticraft. Ah. Und Stil. Ich hab mir mal einen Tin geholt, ja, weil ich brauche auch einen. Ey, wir brauchen Stil. Woher kriegen wir denn Stil? Ganz normales Stil. Wofür brauchst du denn Stil? Stil-Ingot. Für was denn? Für Compressed Steel. Ach Quatsch, ist ja. Nee, das musst du ja anders machen. Wieder. Genau, das muss ich anders machen. Aber und Glas ja. brauchen wir. Haben wir Glas? gute Frage. Ich meine schon. Ja, 2 Stück. Und wir brauchen. Boah, Alter, wir brauchen was, was wir noch brauchen. Und das weiß ich nicht, wo ich es herbekomme. Dann gibt es ja auf jeden Fall überall. Farbe. 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 Wo krieg ich denn jetzt Farbe hier? Jetzt muss ich Blumen suchen. Ich hab noch nicht eine Blume hier gesehen im Game. Kriegt man auch Sonnenblumenfarbe? So, Electric Compressor. Da ist ja, klar. Straight, ich brauch noch ein Ende. Bei dir war ich schon. Ich hab schon alles. Ich habe schon alles. Nur Glas brauchen wir noch, ne? Haben wir Sand oben? Sand? Ich meine nicht. Ja, egal, ich sammle eben, was ist da hier? Oh, ich hab hier sogar einen Blackberry-Busch. Du hast Nahrungsmittel, mein Freund. Du weißt, wie man lebt. Ja. So, und für die Leute, die hier merken, dass ich gerade produktiv bin, Leute, ohne Scheiß, mit Kunga kann man einfach nur produktiv sein. Und ich nehme das als Kompliment. Bin auch produktiv. Ach so. Ja, ich glaube ich dir, Oliver. Das war jetzt auch nicht so negativ gemeint. Geh nur auf. Sander, nee, benutzt nicht mehr diesen Kompressor. Wir haben jetzt einen elektrischen. Wo? Warte. Oh, nur irgendwie Charcoal. Warte, hier ist der elektrische. Jetzt können wir auch mal was sehen tun. Jetzt müssen wir noch hier Kohle reintun. Können wir schlafen gehen? Ja, achso, den Kohlegenerator und dann, wir haben immer noch kein Bett, Early Boy. Der craftet euch einen. Ich brauche unbedingt Nein, Schlaf. Stimmt. Sander, wenn du Wolle hast, ne? Nicht für Bett verbrauchen, wir brauchen die für Aluminium-Wires. Alter, ohne Scheiß, Early Boy, du bei uns auf der Weißt du, was hier abgeht bei mir? Ja, tut mir leid. Wirklich, es tut mir wirklich leid, Early Boy. Weil was hier für Action ist. Okay, ich brauche Compressed Steel 6-mal. Boah, yo. So. Boah, Alter, aber die Batterie geht ja mal mega schnell leer. Boah, das ist voll kacke, Alter. Was? Nein, das ist richtig schlecht. Was? Das ist richtig schlecht. Pass auf, komm mal her. Ja, also Was? Ich möchte jetzt nimm mal bitte 4 Dinge. Mach mal Compressed Steel mit dem. Mit dem Eisen. Leg da mal rein. Ich seh gar nichts. Jetzt achte, was passiert. Ja, der verarbeitet. Ja, pass auf. Ja, wir kriegen 2 Stück raus statt 1. Nein, pass auf. Nein, pass auf. Jetzt leg noch mal einen rein. Jetzt pass auf. Pass auf, jetzt musst du gucken. Also, das funktioniert ja schon mal ganz gut jetzt. Hey, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, du wirst sehen. Du wirst sehen, mein Freund, du wirst sehen.
Ja, wir kriegen zwei Stück. Der macht direkt zwei. Jetzt geht das. Okay, gut. Das kann sein, dass der... Gerade hat er den aufgeladen. Dann habe ich es gemacht und dann ist er hingegangen und hat... ist leer gegangen. Von der Dings. Also dann... Ach ja, das kann ich jetzt schwer erklären, Alter. Ich gehe mal Dingens... Gucken, wo wir Schafe finden, weil dann mache ich etwas stärkere Stromleitungen und können die ein bisschen besser transportieren. Du willst aus den Schafen Stromleitung machen? Nee, also die Aluminium-Wires, die brauchen Wolle. Ah, Dequila. Eigentlich stecke ich die Schafe in so ein Laufband, weißt du? Ja, das habe ich mir schon eher gedacht. Die laufen, lachen da drin, ne? Und leben dann zugleich. So. Da haben wir schon ein Schaf geschert. So, und hier ist auch noch was Kohle holen, ja? So, wir ballern mal ein bisschen Tin hier durch. Und dann kommt das erste Arschloch. Noch zwei Tin. Ah, das ist eine Babyspinne! Dschungelspinne, ich seh nix, ich seh nix! LOL! Wie geil! Ja? Wie geil! Das geht bei dir. Wie geil! Ja, dann zeige ich euch später. Und ich kann sogar klettern. Alter, ich bin eine Minispinne! Dann hast du die Explosion gehört. Die ist sowas von klein. LOL. Wie geil ist das denn? Kannst du jetzt schon fliegen, Alter? Ne, ich hab noch keine Fledermaus. Ja, diese schöne, Alter, die ist so klein, ne? Jungle Spider ist das, Alter, die ist richtig geil. Alter! Kannst du mit Bände hochklettern? Wie awesome. Ne? Ja, erstens das und zweitens, die ist sowas von klein, ich kann in jeden Kampf damit entkommen, weil mich keiner mehr sieht. Wir brauchen unbedingt mehr Kohle, Alter. Ja, ich bin gerade Kohle am Farm, Peters Meter. Verdammte Scheiße, jetzt kriege ich die Kacke hier nicht fertig. Ja, warte, ich bring dir einen Teil der Kohle. Doch, warte mal! Warte mal, ich krieg das, glaube ich, sogar schon fertig. Ich hab, glaube ich, alles. Jo, ich brauche jetzt nur noch das Glas. Was ist immer Charcoal hier? Thunder, wo soll ich die Kohle hin tun? Den Coal Generator? Ja, am besten hier in den Generator. Aber ich weiß nicht, verbrennt der weiter die Kohle, wenn der schon voll ist? Das muss man ausprobieren, aber ich meine nicht. Okay, dann müssen wir gleich mal gucken. Du machst gerade den Liquid Kanister, ne? Ja, genau. Empty Liquid Kanister mache ich. Ah, komm schon, ey. Einen noch. Hier gerade ein bisschen Kohle. Wo ist Kohle? Da ist Kohle. Fett wahnsinnig. Ich baue mir ein richtig schneeiges Haus, so. Richtig schön fett auf dem Berg. Ach, fuck. Bin ich gleich noch von einem Slime angegriffen, Alter? Ich seht jetzt schon kommen. Ja, und das ist schön mit Bäumen alles umhüllt, alles. Oh, das wird geil. Das wird jetzt geil. Pass auf, da ist er. Der Bastard. Der Bastard. Also, theoretisch können wir aus dieser Insel richtig geile Scheiße bauen. Ist doch so. Die Stelle, wo wir bauen, ist einfach nur awesome. Auf Seite! So. Boah. Look at this shit, baby. Zack, zack, Alter, die Jungle Spider spawnen bei mir. Und bam. Ohne Witz, ihr müsst vorbeikommen. Und wenn ich den Empty Liquid Kanister hab, dann kann ich loslegen, oder was? Ja, du musst den dann in deine Hotbar tun, genau wie den Oil Extractor. Und dann einfach restlich auf Ölquelle und dann füllt sich der Kanister. Und dann musst du ein bisschen lachen. Dann brauchen wir eine Raffinerie. Die bearbeitet das Öl zu Brennstoff für die Rakete. Das ist geil. Okay, also wir testen es jetzt. Ob es funktioniert. Correct. Ja, Mann, es funktioniert. Echt? Ja, voll. Boah, jawohl, komm schnell hoch. Ah, nee, wir brauchen aber erst eine Raffinerie. Du kannst hier schon mal eine Raffinerie bauen. Refinery heißt das. Ja, genau, das kann ich auch machen. Pass auf, ich habe jetzt einen Füllölkanister. Boah, Alter, genau. Die Quelle, die ist, glaube ich, unendlich. Kann das sein? Nee, eigentlich nicht, weil... Hier, ich guck mal. Ja, warte, ich bin gerade oben. Ja, ich auch. Ich bin daneben hier. Sander, ich glaube, es ist besser, wenn wir Kohleblöcke machen. Weiß ich nicht. Verbrennt der weiter? Nö, ne? Nee, ich glaube nicht. Nee, der verbrennt nicht weiter, wenn der verbrennt. Oh, ich habe es gedreht, das Teil. Oh. Ah, ist sowieso besser. Guck mal, nee, dann ist der nicht verbunden. So muss der bleiben, oder was? Ja, damit die verbunden sind. Ach so, jetzt ist er nicht verbunden. Jetzt ist er verbunden. Oh, so, ich drehe das die ganze Zeit, Alter. Dann gucken, ob du eine Refinery hinkriegst. So. Leute, was hast du denn? Was hat der denn? Der hat Sushi auf dem Kopf! Oder was ist das? Und ich mach Energy Storage Modul. Wie wird das denn geschrieben? Refinery. Das ist das, was ich denke? Refinery. Warte mal, Refinery. Hier, eine Refinery. Alter, Copper Kalister, ein Stone, zwei Compressed Steel. Ist eigentlich relativ simpel. Kennt ihr diese, Dingens Geschütze auf Portal? Was? Diese Geschütze aus Portal, die immer so bescheuert reden? Ja. Die hab ich jetzt als Kopf. Ja? Können wir auf den Kopf setzen. Wie geil ist das denn? Das ist echt witzig, ja. Ich hab so einen Creeper im Anzug auf dem Kopf jetzt gerade. Ich brauch zwei Stone. Ein Apfel und ein Ei. Oh, fuck. Was war das denn?
Hast du einen Stone? Nee. Hast du Stone? Ja, ich. Ach, warte mal, hier ist ja noch ein Cobblestone. Das ist ja noch ein normaler Cobblestone. 5 Euro. Hey, Boyle, ihr habt doch alles. 5 Euro. So, jetzt muss ich. Ja, bitte. So, Compressed Steel. Boah, wie mach ich nochmal Compressed Steel? Wie war das nochmal? Du machst Iron, Compressed Iron. So wie ich es gerade mache. Ach so, okay, geil. Also machst du gerade Compressed Steel? Ja. Kann ich mir 2 Stück davon abzwacken? Ja, ich hab kannst noch, machen. Ich hab mach, noch Compressed mach. Iron, die kann ich da noch reinlegen. Ich knall die da mal rein das. Einfach. Mal brauchen wir öfter. Geil, dann habe ich jetzt nämlich schon mal. Ich habe fast alles zusammen für die Raffinerie. Ich brauch jetzt nur den Ofen. Das ist sehr gut. Boah, Zander, Bombe. Brauch die. Was ist das hier? Oh die Gott, ich bin fertig. Jetzt kann ich endlich mein Haus bauen. Zander und ich haben leider kein Haus, in dem wir lachen können. Das ist traurig. So, also wir lassen einfach die ganze Zeit übelst aus. Ich will mir keine Energie mehr. Cool. Ich will mir hier auf dem Berg so richtig schön ein Haus bauen und dann umzu mache ich überall Bäume, sodass man überhaupt nicht sieht, dass ich hier wohne. Wir werden unser, Haus werden wir auf den Mond bauen, Alter. Ja, da ja noch ein bisschen, ne? So wie es momentan abgeht, sind wir schon gut dabei. Wir brauchen da Tokens, soweit ich das weiß, um da hochzukommen. Bam, ich habe eine Raffinerie gebaut. Hast du eine Raffinerie? Hin? Ja, klar. Wo soll ja, platzier die erstmal irgendwo, weil wir, noch können wir die nicht gebrauchen. Weil, wir brauchen ja noch keinen Treibstoff, wir brauchen ja erstmal eine Rakete dafür. Ja, aber können wir das Öl nicht irgendwo zwischenlagern in irgendwie einen Tank oder so? Das, ja doch, du kannst, das schon mal hier reinlegen und theoretisch schon verarbeiten. Ja, ich hatte jetzt gedacht, dass ich das Öl einfach in irgendeinen Tank reintun kann, womit ich, Nee, das geht leider nicht in dieser Mod. Was ist denn mit dem Oil Fabricator? Fabricator. Oil Fabricator? Ja. Von welcher Mod ist das denn? Keine Ahnung, Mine Factory Reloaded. Nee, wir sind bei Galacticraft, deswegen. Wir brauchen irgendwie einen Öltank. Warte mal, hier, Creative Portable Tank. Portable Tank. Kann man nicht in so ein Portable Tank das Öl reinladen? Portable Tank. Du hast doch schon theoretisch sozusagen Portable Tank. Wie jetzt Zombies noch mehr gespawnt sind. Ja, aber der ist ja schon voll. Ich will noch mehr Öl farmen. Ah, scheiße, was du meinst. Hier, baller das mal hier rein. Scheiße, das haben die nichts gemacht. Hast du auf Refine gedrückt? Nein, ich hab's einfach nur da reingelegt. Ah, ja, das ist da drinne, guck. The Refinery Oil Tank, 1000 von 24.000. Jetzt ist ja, der leer und jetzt kannst du ihn wieder auffüllen gehen. Ja, aber lol, das ist ja... Das ist sozusagen das jetzt, ein Tank. Nimmt der das jetzt als Energie oder was macht er jetzt? Nee, noch gar nicht, der speichert das erstmal da drinne. Okay. Ja, nicht, dass er das nachher als Energie oder so nimmt, ey. Also, lol. Wir haben viel zu wenig Kohle. Wie schnell sich die Blätter abbauen, ne? Ja, das ist richtig cool. Da musst du nicht mehr so unnötig. Und du droppen auch voll schnell diese Saplings. Ja, okay, die Ölquelle ist auf jeden Fall nicht endlos. Merke ich gerade. Nicht, also unendlich meinst du? Nee, ist sie nicht. Ist sie so, nicht. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr Kohle. So, jetzt gönn ich mir. Ich habe ja eine mal wieder Licht hier. Jo. Oh, jetzt nicht im Ernst! Nicht im Ernst! Regeln. Und Gewitter, oh, fickt Alter. Euch! Ich war gerade froh, dass wieder hell ist und keine Monsterviecher spawnen können. Und jetzt der Scheiß. Leck mir am Arsch, Spiel. Ich hasse dich. Aber es ist gerade echt mega laut, Alter. Ist hier nicht Optifine drin oder so? Ich hab Optifine gar nicht drin, fällt mir auf. Wieso tue ich das eigentlich nicht? Das ist eigentlich eine Pflicht für Minecraft. Ja, und da kann man auch einfach dann wow. Den Regen leise stellen oder ausstellen. Warte mal, da ist das Skelett gespawnt bei uns auf der Insel. Echt? Ja. Hau die mal runter, die Edeltreibe. So. Und ein Zombie. Was? Warum spawnt ein Zombie bei uns? War sogar ein Zombie-Villager, glaube ich. Boah, ich hab ja scheiße. Boah, mein Inventar rastet richtig aus. Dumme Kuh, die dumme Kuh. Bist du dir denn sicher, dass wir das Öl da einlagern sollen? Ja, das kann da liegen bleiben, da passiert nichts mit. Erst wenn du auf Refine drückst, fängt der an, das Öl zu verarbeiten zu Sprit. Okay. Weil er braucht trotzdem Strom, um zu arbeiten. Mit dem Öl kann er nichts anfangen. Okay. Dieser scheiß verfickte Regen, ne? Das heißt, sobald er Strom hat... Wow! Alter, warte. Was passiert?
Creeper hat mich fast mitgenommen. Zander, hier ist nochmal Öl, ne? Dann hatte ich wohl, dann hatte ich wohl recht, mich letztens. Wo bin ich? Zander, du musst mir helfen. Oh. Was denn? Ja, ich hab den Ausweg nicht mehr gefunden, weil es so dunkel war. Alter. Oh Mann, ey, der Kugel hat Probleme. Nein! Ich hab echt ein bisschen Angst. Das dauert aber echt übertrieben lange, wenn du nur einen Ölkanister hast, Alter. Ich bin jetzt viermal geflogen, hab erst zwei Striche von 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du musst den aber nicht komplett voll machen, damit wir die Rakete voll haben. Ja, trotzdem, wir müssen ja trotzdem so ein bisschen ausrasten. Aua! Oder? Wir müssen ja, zeigen, klar. Was wir können eigentlich. Was müssen wir denn dann als nächstes bauen? Ich versuche gerade ein Energy Storage Modul zu bauen, damit wir die Energie mal ein bisschen mehr speichern können. Aber theoretisch brauchen wir danach einen Oxygen Kollektor. Ah, Leute, wenn ihr die Lehre nicht seht, müssen wir unsere Folge langsam beenden. Noch was? Ich bin bei 15 Minuten gerade. Ich bin bei 15:48. Ja, ich auch jetzt. Wow! Oh! Also ich gehe auf jeden Fall jetzt nochmal hoch und dann lade ich noch einmal den Ölkanister leer und dann würde ich sagen, bin ich jetzt fünfmal geflogen, dann reicht das erstmal. Wir haben dann schon voll viel, also schon nicht wenig Öl drin. Ne? Ich will auch fliegen. Das Alter, schon... wohin geht die ganze Energie lang? Die verschwindet richtig. So, ich mach mal hier von weg, so. Ach, endlich, so. Ja, guck mal, ja, das ist das Problem. Der Ofen, der Generator kommt jetzt nicht auf Power, ne, siehst du? Jetzt braucht er erst, und wenn ihr jetzt in den Dingens guckt, in den Kompressor, so, dann siehst du, dass der nicht klarkommt. Jetzt fängt der langsam kann an. Kann man auch nicht mehr klar, weil es regnet. Ja, wir brauchen stärkere Dingens. Ich mach mal welche. Wir brauchen einfach noch einen zweiten Kompressor für den Generator. Nee, wir brauchen stärkere Dingens, glaube ich. Was? Leuchten. Leitung hier. Hier, Heavy Aluminium Wire. Hier, da. Ich muss noch essen, verdammt Scheiße. Okay, pass auf, ich würde sagen, wir machen eine Truhe. Ich wollte nämlich noch eine Truhe bauen. Und zwar bauen wir jetzt eine Truhe für richtig so wertvolle Sachen. Und noch eine Truhe für... Oh, wir überziehen schon, ne? Ja. Jetzt überziehen wir, jo, gerade. Okay, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der Folge angekommen. Alles andere machen wir in der nächsten Folge, damit wir hier nicht überziehen. Und ja, wir hoffen natürlich, dass ihr Spaß hattet, wieder mal, und gebt eine positive Bewertung. Schaut auf jeden Fall beim Early Boy, beim Kunga und vielleicht auch bei mir vorbei, wenn er nicht gerade bei mir schon zuguckt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Tschüss! So sieht's aus. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao!